Heilpraktiker, aber in erster Linie mache ich auch Geistheilung und Schamanismus seit 18 Jahren schon. Und zwar in siebter Generation von meiner Familie. Ich verwende sehr vieles aus der Tradition, aus russischem Schamanismus, also was ganz, ganz gezielt auch eingesetzt wird. Man kann gar nicht glauben, was man überhaupt mit Energie machen kann. Und heutiger Vortrag heißt Geistheilen oder Heilung überhaupt zum Anfassen. Interessant ist natürlich auch Thema Gesundheit allgemein, also was überhaupt im Körper passiert. Es hat mit Schulmedizin auch einiges zu tun, aber auch mit vielen Energien. Und ich kenne das natürlich auch aus meiner Praxis, was da alles möglich ist. Also alleine 50 verschiedene Spontanheilungen, was ich in den letzten 7 Jahren erlebt habe, zeigen eigentlich auch die Resultate von dem, was ich tue. Ich bin heute erst gelandet, also beziehungsweise gestern, ich war jetzt 5 Tage bei meiner Sendung in Berlin, was ich auch einmal im Monat moderiere. Jetzt bin ich da und ihr könnt natürlich auch im Anschluss einige Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ich zeige auch ein paar Sachen vor, in diesen 45 Minuten, was wir haben, das ist ganz kurze Zeit, aber es ist bestimmt interessant. Also ich bin selbst auch in Russland geboren, also meine Oma, die war auch eine Geistheilerin, war eigentlich am Anfang eine Leiterin von einer Fabrik. Und wenn sie zur Rente kam mit 56, hat sie geheilt. Bis zum Schluss, bis zu ihrem 90. Lebensjahr, da habe ich auch sehr viele Sachen auch lernen dürfen oder müssen. Aber war sehr, sehr interessant auch. Und vor allem geht es darum, dass man auch hier bei uns in der Akademie, auch in Tegewillen, auch was lernen kann. Also da gebe ich mein Wissen auch gerne weiter, nicht nur vor der Kamera im Fernsehen, nicht nur über meine Bücher. Es gibt mittlerweile schon 20 verschiedene Bücher, die erschienen sind seit den letzten 10 Jahren. Ich mache das auch live quasi auch für meine Schüler. Womit ich anfangen möchte, also wie ich dazu gekommen bin, zu dieser ganzen Sache, ich habe mich eigentlich ziemlich stark dagegen gestolpert, ich wollte das gar nicht machen. Mit 8. Lebensjahr kam ich zu meiner Oma und die hat geheilt mit Elementen, die war Schamanin. Und die Heilung, die ging eigentlich über die Erde, also die war selber Stier und die hat mit der Erde geheilt. Die nahm immer eine Schüssel mit Erde, dann stieg sie mit ihren Barfüßen drauf, der Patient lag da und da hat sie ihre Gebete gemacht. Ich habe bei ihr natürlich viele Sachen gesehen, so wie auch Menschen, die aus dem Rollstuhl aufgestanden sind und gelaufen sind. Und das hat sie über 40 Jahre fast gemacht am Stück. Bis sie dann irgendwann natürlich nicht mehr konnte, aber geheilt hat sie bis zu ihrem Tod. Vor 2 Jahren ist sie gegangen. Wobei, ihren Tod hat sie vorher gesagt, 4 Jahre davor, tagsgenau. Und es war für alle eigentlich klar, dass es genauso passiert. Ich habe Glück gehabt, natürlich in so eine Familie auch reingeboren werden, wo man auch viel lernen kann. Ich erweitere natürlich mein Wissen auch selbst. Also ich forsche sehr viel, auch was Thema Energie angeht. Und der richtige Schlusspunkt für mich persönlich war, dass ich mit 12. Lebensjahr eine Unfallstelle besucht habe, sage ich. Also ich war im Auto und habe eine Nahtoderfahrung gehabt. Das war der Schluss, das war beziehungsweise auch der Anfang von meiner Tätigkeit. Da hat es mich erstmal überhaupt richtig interessiert. Wo ich klein war, ein kleiner Klops, da habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, will ich nicht. Ich bin auch die Wege gegangen von der Schulmedizin. Also ich habe 3 Berufe selbst, also ersten haben wir nie ausgeübt, da haben wir Fotografie gemacht, nur noch Ausbildung, da kamen wir nach Deutschland mit der Familie. Und das sind schon fast 20 Jahre schon bis dahin. Also seit 5 Jahren bin ich in der Schweiz auch ansässig. Und dann mit 12. Lebensjahr erstmal ging es los, wo ich diese ganze Materie auch erstmal als Hobby angefasst habe. Heute ist es mein Beruf, was ich ganz täglich mache. Also ich mache auch viele verschiedene Sachen. Also in erster Linie Geistheilung, Heilung durch universelle Kräfte, was man auch richtig im Grunde genommen auch nicht nur lernen kann, sondern jeder Mensch kommt ausgestattet zur Welt mit gewissen Kräften, mit gewissen Aurafeld. Und man kann damit natürlich sehr gut auch viel anfassen. Das Thema Selbstheilen ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also wenn man bei mir lernt oder eben zu mir kommt, auch zu Beratungen, geht es in erster Linie darum, dass man als Erste sich selbst kennenlernt. Weil wir kennen viele Sachen in uns nicht, beziehungsweise wir vermuten vielleicht viele Sachen. Und interessant ist, viele Kranke, die ich erlebt habe, mindestens 60% davon, die leiden nicht an Energiemangel, sondern an Energieüberschuss. Und das ist genau der Knackpunkt auch bei der Geistheilung. Ich habe so ganz, ganz einfachen Vergleich, beziehungsweise Beispiel. Wenn man eine Flasche nimmt und ein paar Schlucke wegnimmt, da kann man die schütteln, dann bewegt die Energie sich natürlich sehr gut. Oder das Wasser. Wir Menschen, wir sind Flaschen, sage ich. Das ist einfach so. Und wenn man aber diese Flasche vollfüllt, bis zum Rand und dann das Deckel zudreht, dann passiert natürlich überhaupt nichts.
Und das ist der Fall, wo man auch sagt, okay, ich bin ausgelutscht, ich bin ausgelaugt, ich habe überhaupt keine Energie, ich kann mich gar nicht bewegen. Da muss man fragen, was ist da los? Ist zu viel Energie da oder zu wenig? Viele Menschen haben auch Probleme mit ihrer Aura, weil viele Sachen, die sind im Aura eingeankert und da die Chakren so und so mit Aura verbunden sind, man kann auch einige Energieblockaden lösen innerhalb ein paar Sekunden. Ich zeige einfach leichte Sachen, ihr könnt das auch danach machen. Was auch wichtig ist, also man kann einige Chakren auch selbst ausgleichen am Körper. Viele kennen vielleicht auch eine Begradigung der Wirbelsäule, bei Schamanen gibt es was Ähnliches. So wie, es gibt bei uns auch Aufstellungen mit Medizinrad, so wie Familienstellen, ziemlich ähnlich auch. Wenn man Chakren geblockt hat, kann man sich selbst eigentlich in erster Linie mit Wurzelchakra beschäftigen, weil da ist die Basis von dem ganzen Haus. Wenn Wurzelchakra nicht funktioniert, dann geht alles schief. Also viele, die Rückenschmerzen haben, ich hoffe, dass wir jemanden hier auch haben, der Rückenschmerzen oder Verspannungen hat. Danach werde ich was auch vorzeigen, ganz einfache Sachen. Und zwar, man fängt immer mit Wurzelchakra. Also Wurzelchakra liegt natürlich ganz unten. Man sollte die Hände einfach zusammenhalten und erstmal Wurzelchakra fassen. Das ist ganz einfach, das kann jeder Mensch machen, bei sich selbst auch. Thema Selbstheilung. Und dann sollte man Wurzelchakra erstmal auswiegen, bis warm wird und nach oben bringen. Es gab einmal einen Wissenschaftler, einen Japaner, Nisha hieß er. Der Mann ist sehr, sehr alt geworden. Der wurde vorhergesagt, der ist 1800 noch was geboren, dass er mit 14. Lebensjahr sterben wird. Der Mann, der war aber dazu nicht bereit, der wollte nicht sterben, der wollte einfach weiterleben und er hat geforscht. Und er hat einige Sachen entdeckt, die ihn sehr alt gemacht haben. Also der ist nicht verstorben mit 14, das ist ein Professor, Mediziner geworden. Und da habe ich auch sehr viel von ihm, von seinem System auch übernommen, was man überhaupt machen kann. Es gibt so eine Übung mit geschlossenen Kreisen und mit flatternden Schmetterling. Also das ist ganz einfach auch zu machen. Wir denken natürlich, dass unser Herz als Erste richtig ganze Blut und Lymphe und alles Mögliche durchpumpt. So ist es jedoch nicht, weil die Venen und Kapillare, die sind noch wichtiger. Sogar im Zahnschmelz gibt es auch Kapillaren, was man nicht sieht. Also das ist alles durchblutet. Und wenn man Kapillare und Extremitäten, quasi Füße und Hände auch im Takt hält, kann man sehr, sehr viel Wunder erleben, also dass man richtig fit wird. Besonders für die alle, die schon über 40 sind. Es gibt eine ganz einfache Übung zum Aktivieren von eigener körperlicher Energie. Und zwar, man legt sich auf den Rücken, das ist ganz einfach, und das alle auch merken. Und dann tut man die Hände vor sich im Liegen und die Beine hoch. Und man schüttelt einfach mit allen vier Extremitäten ungefähr 2 bis 4 Minuten durch. Da werden die Kapillare aktiviert, da werden auch die Venen natürlich aktiviert und die ganzen Klappen in Venen, die sind auch natürlich auch gleich im Arbeiten. Da wird erstmal durchgepumpt und die Energie läuft auch sehr gut. Danach sollte man die Kreise schließen. Und zwar, wenn man heilende Fähigkeiten entwickeln möchte, reicht es eigentlich im Grunde genommen nur noch, die Hände vor sich zu halten, 2 bis 6 Minuten, bis man die Wärme verspürt. Es geht natürlich über kleinen Kreis. Wenn man sich heilen möchte, macht man noch auch die Fußsäulen aneinanderlegen. Einfach 10 bis 20 Minuten. Ich habe persönlich diesen Tipp schon zigmal empfohlen, auch bei bettlägerigen Menschen. Meine Erfahrung sagt, sogar die kommen auf die Beine. Die können zwar die Füße selber nicht heben, aber derjenige, der die Menschen pflegt, der kann es tun. 40 Minuten einfach liegen lassen, das ist auch ganz entspannende Technik. Dann fließt die Energie richtig gut. Also da werden natürlich Polaritäten auch wieder mal zusammengeführt und es geht auch ziemlich schnell, dass man auch auf die Beine kommt. Das sind die einfachen Sachen. Man kann natürlich auch Selbstausrichtung jetzt nicht nur von der Wirbelsäule, sondern überhaupt von ganzen Chakren auch vornehmen, indem man zum Beispiel mit Ikonen arbeitet. Ikonen haben sehr gute, starke Kraft. Ikonen sind heilige Bilder. Mit Glauben muss es auch nicht zusammenhängen. Also die, die daran glauben, von der Kirche, ist es gut. Die nicht, trotzdem wirkt es sehr gut. Also meine Oma, die hat auch mit Ikonen gearbeitet. Also ich arbeite selbst in meiner Praxis mit 35 Ikonen. Also Ikonen haben heilende Kraft. Man darf daran glauben oder nicht. Aber wenn man es selber ausprobiert hat, dann sagt man, okay, das klappt tatsächlich. Also das funktioniert. Was interessant ist auch, ich habe sehr viele Fälle erlebt, also jede Krankheit ist für mich, also für mich gibt es eigentlich keine Krankheiten in dem Sinne, sondern jede Krankheit ist natürlich Energieausgleichszweck. Also jede Krankheit hat damit zu tun, dass Energie einfach flöten gegangen ist. Man verliert nie Energie im Körper, sondern es gibt immer gewisse
Menge von der Energie, die wir mitbringen. Wir sind auch gut ausgestattet von dem also Geburtspunkt. Und irgendwann ist natürlich auch das Gleichfutsch, das ist weg und dann steht man da und denkt, was mache ich jetzt? Man kann diese Energien immer noch ausgleichen. Es gibt einige Theorien auch, was das Essen und Ernährungslehre angeht. Mensch ist sauer veranlagt. Also wir dürfen uns natürlich nicht zu basisch ernähren, es muss immer goldene Mitte da herrschen. Ein Glas ist in eine Richtung, dass man zu übersäuert ist oder zu basisch wieder mal, alkalisch, da geht es richtig los. Da reagiert der Körper als Erster und Körper ist ein Zeichen nur, tu was. Wenn man Schmerzen hat, muss man fragen, nicht was sie falsch gemacht haben, sondern was habe ich übersehen, was ist falsch jetzt. Und da kann man auch einiges einfach regulieren und einiges wieder mal in Ordnung bringen. Viele Sachen kommen aus der Psyche, viele Sachen kommen aus der Umwelt, viele Sachen kommen von uns. Viele Sachen liegen auch im karmischen Bereich. Also bei Karma ist es so, dass man natürlich gewisse Sachen mitbringt. Wir tragen alle, jeder von euch auch einen Rucksack aus dem Vorleben. Und das ist natürlich nicht schlimm. Und wenn man diesen Rucksack natürlich nicht aufmacht, dann gibt es immer wieder Druck da. Ich habe einen Fall erlebt mit einer krebskranken Frau. Und zwar, das liegen jetzt insgesamt fast 9 Jahre zurück. Die kam zu mir, das war eine sehr interessante Dame. Und zwar über 70, also 73 war sie damals. Und da hat sie gesagt, ich möchte verstehen, warum habe ich Krebs im letzten Stadium. Das ist eine Millionenerbin, das ist eine sehr gut situierte Dame. Mit dem Geld hat sie kein Problem gehabt, hat sie gedacht. Aber die war krank. Und egal wo sie war, so zig Chemotherapien, alles möglich, was sie hatte, hat überhaupt leider nichts gebracht. Metastasen war in der Lunge, in der Leber, die war komplett durch. Und eigentlich war es schon so weit, dass sie gehen wollte. Da habe ich natürlich gesagt, okay, dann müssen Sie gucken, wo die Ursachen sind. Weil wenn man die Ursachen findet, kann man alles anderes vergessen. Symptome kann man immer wegmachen. Aber das kehrt wieder zurück. Ihre Ursache war nur noch karmisch bedingt, weil sie was lernen müsste zu dem Thema Geld. Das ist in der Beratung rausgekommen. Und da hat sie natürlich gesagt, nee, ich habe ja keine Probleme mit dem Geld. Ich habe genug Geld. Ich sage, ja, es ist egal, wie viel man hat, sondern es geht um die Einstellung. Bin ich für das Geld da und bin versklavt oder ist das Geld da für mich, um weiterzukommen? Da kann man viel Geld haben, da kann man natürlich auch wenig Geld haben und trotzdem diese Krankheiten bekommen, wenn die Einstellung nicht stimmt. Der war erstmal wütend auf mich, das ist richtig gemotzt. Also ich sagte, nee, das kann doch gar nicht sein, erzähl es mir, nur noch Kack. Dann ist sie gegangen. Ein paar Wochen später war sie wieder mal in der Praxis und da hat sie gesagt, ja, ich möchte wissen einfach, was da alles ist. Und ich glaube, ich habe das doch verstanden, was du gemeint hast. Und sie hat ihr Täschchen aufgemacht, sehr teures Täschchen, 3 Blätter rausgebracht, 300 Spenden hat sie gemacht. Es hat natürlich gar nichts gebracht. Ich habe die Blätter angeguckt nur und dann habe ich gesagt, okay, was ist das? Dann sagt sie, ja, ich habe gespendet vom Herz. Und ich sage, okay, vom Herz, gut. Wieso hast du aufgeschrieben? Dann sagt sie, ja, ich muss doch wissen, wo mein Geld bleibt. Und das 3 Wochen von dem Tod. Und da habe ich natürlich gesagt, das kann nicht sein. Du hast es immer noch nicht begriffen. Und die Zahlen waren auch noch komisch. Damals war noch D-Mark in Deutschland, und zwar in München. Und der hat alles aufgeschrieben mit Kommas. 99 Euro, also Mark, 99 Cent oder 98. Da sagt sie, ja, aus steuerlichen Gründen. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich glaube nicht, dass ich dir weiterhelfen kann. Da es keine Zufälle gibt, diese Dame, die ging nach Indien. Das war meine erste Spontanheilung eigentlich von dieser Dame. Und ja, die war hingeführt, die wollte letzte Reise machen. Die ist nach Delhi geflogen, wurde abchauffiert mit ihrer Limousine, kommt aus dem Auto raus, vor dem 5-Sterne-Hotel kommt ein Junge und putzt ihr mit schwarzer Bürste ihre weißen Schüchen. Das ist von ihrer Erzählung, natürlich flippt sie aus, beschimpft den Jungen. Da kommt ein Mädchen, das war Cousine von diesem Kleinen, so 7, 8 Jahre alt, nimmt Taschentuch und macht es sauber. Sie hat ihr Herz gebrochen, sie hat sich entschlossen, für das Mädchen was zu machen. Das war vom Herz. Seit diesem Moment gab es die Heilreaktion im Körper. Da hat sie ganz komplett umgedreht, hat für das Mädchen gesorgt. Diese Dame lebt heute noch. Sie hat 12 Kinderhäuser weltweit. Also das war erste Heilung, sage ich jetzt, also was ich selbst erlebt hatte. Seitdem gibt es über 50 Fälle. Viele Sachen liegen im Kopf, viele Sachen können wir selbst auch deshalb auch in die Hand nehmen. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die man auch richtig nicht erkennt sofort. Man kann aber im Leben
im Grunde genommen sehr viel lernen. Wir kommen auch hierher eigentlich wie zu einer Schule. Und ich sage ja, wenn man an die Hölle glaubt, Hölle ist hier, nicht danach. Hier ist die Vorbereitung. Und wir werden auch nicht bestraft, sondern eigentlich in erster Linie geht es darum, wir bestrafen uns sehr, sehr oft selbst. Und wenn man das erkennt, kommt man auch ziemlich weit voran. Ich habe mit Menschen sehr viel zu tun. Also angefangen davon, dass ich jetzt am Tag vielleicht 20 Beratungen am Telefon mache, ohne Wochenende zu machen dazwischen, ab und zu, geht es 14 Tage. Natürlich erreiche ich auch viele Menschen über Fernsehen oder über meine Bücher. Und interessant ist auch zu beobachten, wie die Menschen sich auch verändern können, in die beste Richtung. Wenn man was erkannt hat, kann man richtig sich auch fit machen. Man kann mit vielen verschiedenen Werkzeugen auch heilen. Das lehre ich auch meine Schüler. Man hat sehr große Auswahl an Werkzeugen, zum Beispiel zum Thema schamanisches Wissen. Ich arbeite sehr gerne auch mit Medizinrat, mit Naturelementen, mit Naturgeister. Und all diese Sachen kann jeder Mensch für sich selbst eigentlich eineignen. Das ist nicht nur nicht schwierig, sondern das ist kinderleicht. Und wenn man damit arbeitet, will man das nie mehr wissen, wie das Leben ohne geht. Also man misst diese Sachen dann nicht mehr. Man arbeitet damit, wenn man reinsteigt, ist man voll drin in der Materie. Und ist natürlich das, was sehr, sehr viel bewegt. Man kann auch mit Liebe behandeln, das ist die sogenannte Geistheilung. Heutiges Thema auch. Und bei der Geistheilung geht es darum, ich behandle den Patienten durch meine Gefühle. Es gibt aber zwei verschiedene Geistheilungsmethoden. Und zwar, ich arbeite mit beiden, je nachdem, welcher Patient da ist. Bei einigen ist es so, wenn man jetzt kommt in der Praxis und sagt, ja, ich habe höllische Rückenschmerzen seit Jahren und es geht nicht weg. Man kann es beheben. Aber der Patient trotzdem muss eigentlich seine Ursachen erkennen. Schmerz ist dafür da, um diese Sachen einfach zu sehen. Der Körper schreit buchstäblich danach, tu was, mach was, sieh was. Und Geistheilung deshalb also ist zwar sehr gut anzunehmen von dem Patienten, aber der Patient muss immer mitmachen. Bei Tieren zum Beispiel, behandle ich auch, geht es am schnellsten. Die denken ja nicht nach, ob es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Bei Menschen ist es immer schwieriger, aber trotzdem, auch wenn der Patient nicht bereit dazu ist, kann man immer noch mindestens schmerzlösend wirken. Die Ursachen müssen trotzdem natürlich behoben werden. Also was ich immer wieder mache, diese erste Richtung von der Geistheilung, man geht gezielt an den Patienten, man sollte versuchen, einfach ein Gefühl zu entwickeln, ich möchte helfen. Also man entwickelt so ein Gefühl, ich sage Liebe zum Patienten dazu, wo man sagt, wow, ich möchte dir helfen. Es gibt aber Patienten, wo man dann nicht über eigenen Schatten springen kann. Das heißt, man steht da und sagt, okay, ich möchte, aber ich kann nicht. Dann soll man Patienten lieber gehen lassen. Und dann arbeitet man durch dieses Gefühl. In dem Moment, wo man diese Gefühle hat, man kann die Hand auflegen oder geistig wirken, aber dann muss man sich vom Patienten komplett wegschalten, in kurzer Zeit. Dann fließt die Energie von oben. Man kann es nennen Prana-Heilung oder Engelheilung oder wie auch immer. Für mich ist alles gleich. Also wir arbeiten alle eigentlich mit Energien, die da um uns herum sind. Wenn man so eine Brille erfinden würde, die alle Energien aufzeigt, wird wahrscheinlich jeder von euch oder ich auch Krise bekommen. Wir sind in einer Energiesuppe. Und dass wir das nicht sehen, das ist eigentlich auch gut, weil sonst können wir uns nicht weiterentwickeln, wir werden abgelenkt. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal eine Rückführung machen lassen? Bei Rückführungen ist es auch so. Nicht jeder Mensch kommt natürlich, also weil ich mache das selbst auch, nicht jeder Mensch kommt auch damit zurecht, weil da wird alles gezeigt, was man im Vorleben hatte. Auch die Todesursachen. Also wenn man natürlich jetzt aus Neugier das macht, das ist nicht so unbedingt immer, aber das löst zum Beispiel auch alte Ängste. Weil wir tragen diesen Rucksack immer mit. Und man kann damit arbeiten auch. Das Thema Geistheilung ist auch interessant für alle, die damit bestimmt auch nicht unbedingt viel großartig bis jetzt beschäftigt haben. Es gibt auch eine zweite Geistheilungsmethode, wo man mit eigener Vorstellungskraft arbeitet. Das ist die zweite Schiene. Man geht zum Beispiel zum Patienten, der Schmerzen hat. Man geht direkt mit der Hand dran und dann sollte man mit eigener Energie einiges und natürlich mit Gedanken auch einiges bewegen versuchen. Hat zum Beispiel jemand Knieschmerz, geht man mit beiden Händen dran, hält Kniescheibe dazwischen und man denkt, okay, im Knie ist zum Beispiel ein Loch und ich mache dieses Loch einfach mit Gedanken zu. Oder ich arbeite sehr gerne auch mit Farben. Entzündungsfarbe ist natürlich rot. Ich versuche diese rote Farbe immer heller zu machen in Gedanken. Der Patient verliert den Schmerz. Man kann genauso gut auch mit Elementen arbeiten, weil mit Schamanischen arbeite ich sehr tiefsinnig. Es wirkt auch ein bisschen schneller, weil Element Energie, beziehungsweise dieser Geist, was im Element ist, für Schamanen lebt ja alles, auch die Steine, nicht nur die Bäume und Menschen,
Und da kann man auch Energie reinsetzen, direkt, gezielt. Also da geht es ziemlich schnell, auch zum Beispiel mit Wasser aufladen. Man kann Wasserglas nehmen, man denkt eigentlich in das Wasser vieles rein. Von Gedanken, Wasser ist auch ein Energieträger, so wie die Öle auch. Deshalb kann man auch die Öle zur Aurakorrektur nutzen. Deshalb kann man auch das Wasser direkt mit besonderen Energien auch versetzen. Und wenn ich Wasser nehme und dann denke ich sozusagen in das Wasser rein, das kann jeder von euch auch zu Hause probieren vielleicht. Zum Beispiel die Kopfschmerzen von der Frau Meier gehen jetzt weg und ich denke diese Information rein und gebe dieses Glas dieser Frau Meier oder Frau X oder Herr X zu trinken. Also das funktioniert ziemlich schnell auch. Also es gibt auch ganz leichte Methode, um Blockaden wegzumachen. Das haben wir bei dir einmal gemacht schon. Wer hat einfach Rückenverspannung vielleicht? Ja, kommt einfach zu mir. Voll vielleicht. Gehen wir mal vielleicht da. Ich zeige euch ein paar ganz einfache Sachen, was man machen kann. Sie drehen sich ein bisschen um. Ich versuche erstmal sie zu testen. Also ich bringe die Hände einfach nach hinten und sie sagen, wenn es nicht mehr geht. Also es geht gar nicht mehr. Verspannung, okay, wieder runter. Man kann Folgendes machen. Man kann mit der Hand einfach, ohne anzufassen, nach unten ziehen. Dabei muss ich mich tatsächlich erstmal konzentrieren, ich möchte ihr helfen und dann muss ich mich abschalten. Dann denke ich vielleicht mal an die gestrige Sendung, welche Anrufer da bei mir waren. Und dann gehe ich runter und einfach abschütteln. Es wird eventuell auch warm oder kribbelig im Körper bei dem Patienten, muss aber nicht immer was sein. Das ist das eine. Man kann natürlich mit Händen mit Auflegen direkt arbeiten. Man hält die Hand hier an den 7. Halswirbel, das ist der Eingang von Energie und versucht da Energien reinzupumpen. Und da gehe ich auch wieder mal runter. Die nächste Methode ist, man arbeitet nur noch mit Augen. Also Augenmagie gibt es auch, ich habe sogar so einen DVD davor auch schon gedreht, bei einem Vortrag in Stuttgart. Augen sammeln Photone. Photone sind geladene Teilchen, Lichtteilchen, und man kann mit Augen diese Teilchen auch richtig eigentlich fokussieren. Man geht die Wirbelsäule einfach von obersten Punkt immer zickzackig nach unten, bis die Energie fließt. Okay, bitte lockern, das geht viel leichter schon, wir machen noch weiter. Zweite Methode ist, also das war eine Methode jetzt, die Energien, die fließen immer eigentlich vorne nach oben, hinten der Rücken runter, das ist immer Kreislauf. Die Energien, die fließen meistens auch der Wirbelsäule entlang nach unten. Und wenn man jetzt die Hände drauflegt und einfach ohne viel Druck zu machen nach unten geht, wenn der Patient Kälte verspürt, dann ist es so, dass eine Blockade besteht. Das muss wieder warm werden. Man kann es auch im Sitzen machen, rückenfrei dann quasi am Stuhl. Okay, immer schütteln, wieder lockern. Es geht viel weiter. Aber ich würde Sie erstmal entlasten, Dankeschön. Schauen Sie einfach die Reaktion nach. Es geht ungefähr eine halbe Stunde noch, dass es auch warm wird eventuell oder kribbelt. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Methoden, die man eigentlich machen könnte, auch ohne Werkzeuge. Also Werkzeuge, es gibt Menschen, die ohne Werkzeuge arbeiten, nur noch mit Gedanken. Interessante Sache ist natürlich auch mit Edelsteinen oder mit Aromatherapie. Da wir übersäuert sind ab und zu, wir müssen unseren Körper immer wieder in den Tag bringen. Wenn wir zu basisch uns ernähren wieder mal, wo die Säure komplett fällt, geht es auch wieder mal durcheinander. Jemand hat vielleicht mal auch Gelenkschmerzen. Da kann man auch viel machen. Wenn man rheumatische Erscheinungen hat, es ist eine Wissenschaft aus Russland von Wissenschaftlern, man nimmt einfach eine Prise Salz auf die Zunge. Da hat man in 2-3 Minuten den Schmerz weg. Der Körper reagiert sofort. Auch wenn man sagt, Salz ist weißer Tod. Aber ohne Salz geht es auch nicht. Man kann auch mehrere Salz verwenden. Das ist auch so ein Tipp, was man sofort einsetzen kann. Interessant ist auch, da wir in der polaren Welt leben, es gibt natürlich immer weiß und schwarz. Man kann mit jeder Energie arbeiten. Im Grunde genommen ist der Heiler wie ein, ja, wie ein Fokus. Durch mich laufen Energien, universelle Energie, und ich pole diese Energien zu positiv oder negativ. Deshalb funktioniert auch Magie. Man kann mit Magie Gutes und Schlechtes machen. Für mich gibt es keine schwarze oder weiße, für mich gibt es alles grau. Es ist immer dieselbe Energie. Jeder Heiler kocht auch eigentlich mit gleichem Wasser. Das ist meine Behauptung jetzt erstmal. Wie man das fokussiert und weiterleitet,
Es liegt immer an dem Heiler selbst. Aber man kann viele Sachen machen und eigentlich jeder von uns hat auch diese heilende Fähigkeiten, was man auch aktivieren kann, mindestens für die Selbstheilung, nicht jetzt unbedingt hier so Menschen zu behandeln, aber bei sich selbst muss man auch anfangen. Ich sage jedem Patienten, fang bei dir selber an. Das ist das Wichtigste. Es gibt auch sehr interessante Sachen aus der Natur. Schamanen arbeiten mit einfachsten Geschichten. Viele denken, okay, jetzt bin ich übersäuert, was mache ich da? Welche Heilung kann ich da vorbringen? Ich empfehle immer wieder anzufangen mit Kartoffeln. Es gab viele Fälle, wo man Menschen, die fast im Sterben lagen, mit Kartoffelschalen ernährt hat, auch bei Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Und da kamen die Leute wieder mal auf die Beine. Blutwerte waren super. Und da fragt man, was ist da in der Kartoffel drin? Die Kartoffel selbst eigentlich müsste man gar nicht essen, sondern die Schalen. Da sind nicht nur Vitamine, sondern auch sehr, sehr viele Stoffe, die Körper einfach richtig auf die Beine bringen. Es gibt eine ganz einfache Geschichte mit Entgiften, wenn man ein Fußbad macht mit Kartoffelschalen. Kartoffelschalen, einfach von zwei, drei Kartoffelschalen, kurz abkochen, ins Wasser, Füße rein, 20 Minuten sitzen bleiben. Man kann auch Kartoffelschalen klein machen, vielleicht mal mischen sogar mit Bananenschalen, in die Socken reintun, für die Nacht anziehen. Das ist das, was entgiftet. Hornhaut geht auch weg außerdem. Aber das ist eine sehr, sehr gute Methode, also und eigentlich für jeden auch zugänglich. Mit Kartoffelschalensaft hat meine Oma schon gearbeitet. Die hat Kartoffelschalen, also erstmal Kartoffel genommen, richtig gut sauber gemacht und dann kurz angekocht, bis die nicht komplett durch waren, so 5 Minuten, 10 Minuten. Da hat sie alles durch Fleischwolf durchgemacht und diese Flüssigkeit dazu genommen mit diesen Kartoffelschalen und hat auch weiter verordnet. Da haben die Leute auch sie gewundert, ja, was macht sie da, Kartoffelschalen? Die Leute sind aber auf die Beine gekommen. Es gibt aber mittlerweile auch aus medizinischer Sicht, also quasi von der Schulmedizin, sogar frisch gepresste Säfte aus Kartoffeln. Man kann es auch Tieren geben. Wenn Tiere Verstimmungen im Darm haben, Kartoffelsaft. Bei den Hunden 2 Milliliter am Tag reicht voll aus. Nicht nur bei Menschen ist es gut. Wir ernähren uns natürlich uns auch nicht immer richtig. Also richtige Ernährung im Grunde genommen, also Diäten kann man hier vergessen, ich habe schon alles hinter mir. Ich komme aus einer Familie, wo alle so ein bisschen was auf den Rippen haben. Ich halte mein Gewicht allerdings schon seit ein paar Jahren komplett, ohne etwas ja, wegzulassen. Man sollte nur noch achten, dass man vielleicht 3/4 von dem Essen auf einmal roh isst. Früchte sollten auch nicht unbedingt nachgegessen werden, da gibt es Gärung und es fault alles im Magen. Und wenn man natürlich ganz normale Rohkost einnimmt, ob Früchte oder Obst, das ist das, was richtig gut auch verdaut wird. Der Körper, der braucht ungefähr 2 Stunden, um Energie aus dem Essen rauszuziehen. Viele haben vielleicht von der Lichtnahrung auch gehört, das funktioniert eigentlich genauso. Das Problem ist, ganze Rohsachen, die brauchen tatsächlich 1,5 bis 2 Stunden. Fleisch braucht 35 Stunden. Man kann eigentlich nachdenken, was passiert mit dem Essen danach. Der Körper braucht natürlich dafür Energie. Und da verlieren wir auch unsere Energie, was wir eigentlich für die Selbstheilung nehmen könnten, für die Verdauung. Weil man achtet einfach, dass man 3/4 vom Essen roh ist und dazu was gekocht ist, egal was es ist, bleibt man eigentlich fit auch. Weil da macht der Körper auch mit. Interessant ist auch unsere Hand. Wenn man die Hände anguckt, wieso haben wir die Hände überhaupt? Der Mensch ist vorgesehen, oder die Hand um Früchte zu sammeln oder etwas aufzuheben. Bei Getreide zum Beispiel ist es ein bisschen anderes auch. Also normalerweise sollte der Mensch tatsächlich ein bisschen mehr Früchte essen. Getreide ist ein Thema, eigentlich jetzt momentan in allen Medien auch, wird hin und her gezerrt, wo man nicht weiß, ist es gut für den Körper oder nicht. Also wenn es keine große Menge ist, ist es okay. Aber der Mensch hat keine Drüse, um auseinanderzusetzen von diesen Getreiden. Vögel haben das. Und da muss man sich natürlich fragen, warum ist es so? Weil der Mensch einfach für diese ganze Getreide nicht unbedingt vorgesehen ist. Wenn man allerdings wieder mal Rohkost einnimmt, also Salat, sage ich einfach dazu, Früchte, dann kann man sich sehr, sehr viele unangenehme Sachen einfach ersparen und da kann man auch Getreide essen. Also im Grunde kann man alles essen, nur noch richtig essen. Man kann auch sehr viele Sachen natürlich aus der Natur einfach abgucken. Also es sind sehr, sehr viele sinnliche Methoden. Also ich arbeite momentan auch sehr oft mit Aura von Menschen. Verlieren wir gewisse Farbe, ziehen wir etwas nicht an, können wir diese Farbe auch wieder mal eineignen
und das ist sehr, sehr leicht für die Farbtherapie oder verschiedene Öle, die man einatmet einfach, also müssen allerdings richtig saubere Öle sein, dann nimmt Aura uns, also diese ganze Energien wieder mal auf. Wenn man Aura vorstellt, also die, die das vielleicht nicht kennen, was Aura ist, das ist eigentlich Energieschutzschild, ein Kokon um uns herum. Bei normalen Menschen ist es ungefähr 2,5 Meter lang, breit und das ist um uns so wie ein Kokon aufgebaut. Das Problem ist, wenn wir angegriffen werden von verschiedenen Seiten, entstehen Löcher. Da fließt Lebensenergie an, also an denjenigen, der uns angreift. Es ist immer Energieaustausch gegeben. Wenn ich gute Energie abgebe, nehme ich automatisch was Negatives auf. Und das ist das Problem. Und dann irgendwann sind wir voll geblockt, Aura ist verdunkelt, Lebensenergie ist weg. Man kann es immer aufpumpen. Ich habe schon Menschen gesehen, die richtig schon fast im Sterben waren, die aber auch heute noch leben, wo Aura nur noch so wenig vom Körper war, aufgebaut war. Anstatt 2,5 Meter wie bei einem normalen, gesunden Menschen, war es alles zurückgebildet. Man kann es immer noch was machen, auch hier, zum Beispiel durch schamanische Aura-Korrektur, also das ist auch eine Geistheilmethode. Das sind verschiedene Öle, die man nehmen könnte. Die werden gefärbt mit einer Naturfarbe erstmal und Naturelemente und die Düfte kommen auch nur dazu. Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine gemischte Methode aus 3 Methoden. Farbtherapie, natürlich Aromatherapie und Energietherapie. Sowas kann auch jeder zu Hause eigentlich herstellen, auch solche Öle. Das ist nicht so schwierig. Wenn man das einmal schon gemacht hat, dann sieht man Unterschied zu davor. Auf einmal sieht man die Menschen an, die man früher vielleicht gar nicht anreden könnte, weil er Blockade hatte, oder die Menschen, die ziehen auch selbst mich an, oder man zieht das Geld an von mir aus, oder neue Ideen. Also alles liegt eigentlich in diesem Aurafeld. Bereit, da kann man auch vieles machen, auch mit der Geistheilung. Ich habe mir so ein paar Punkte hier notiert, noch was ich noch erzählen wollte, muss mich immer wieder auf die Uhr konzentrieren auch. Man kann natürlich sehr viele Vorlagen auch alleine von dem Geburtscode auch ausrechnen. Also es gibt eine Methode mit Schicksalscode. Es ist ganz einfach, das kann auch jeder für sich und für einige Menschen auch vielleicht ausrechnen. Ich schreibe das einfach mal auf. Man hat ein Geburtsdatum, wenn Sie wollen. Also man schreibt ohne 1900, das ist so ein sogenannter Lebenscode. Numerologie funktioniert, weil die Zahlen auch sehr viel in sich haben. Ich habe immer in Vorträgen verschiedene Experimente. Das ist ab und zu richtig nicht nur interessant, sondern verblüffend, was da rauskommt. Wenn man Lebenswort ausrechnet, man nimmt immer die kleinste Zahl, also in dem Fall ist es die 1 und schreibt sie einfach darunter. Dann kommt die nächstfolgende Zahl, also hier wäre die 3, dann kommt die 5, die 6 und die 7. Es wird von klein auf groß einfach geschrieben. Dieser Lebenscode erstmal ist es das, was auch unsere verschiedenen Vorlagen darstellt. Also eins zum Beispiel steht für die Spiritualität, Selbstliebe lernen, also wo man für sich etwas gönnt auch. Bei den 3 und 5 im Zusammenhang geht es darum, dass man sehr gut organisieren könnte. Die Leute, man kann sich selbst noch nicht organisieren immer, leider. 6 und 7 sind Mutter Teresa Zahlen. Also bei der 6 ist man ein Fürsorgemensch. Man macht vielleicht viel zu viel nach außen und viel zu wenig für sich. Bei der 7 geht es auch um viel Gerechtigkeit, was man wirklich trägt. Wenn man diesen Code allerdings aufschreibt, einfach auf dem Zettel, da passieren auch sehr oft Wunder. Also ich habe schon einiges auch selber erlebt. Und zwar aufschreiben, unter Bettkissen reinlegen, das ist das, was auch ziemlich viel Energie ermöglicht, wo man auch bessere Träume hat und besser einschlafen kann. Keiner kann es erklären, warum das funktioniert. Aber ich bin überzeugt, dass die Zahlen einfach viel Energie in sich tragen. Man wird kanalisiert. Wenn man Schmerzen hat, ich habe schon eine Patientin gehabt, das war die erste, die das ausprobiert hat, die hat offene Füße gehabt. Innerhalb 3 Tagen waren die Füße zu, nach Jahren, war Diabetikerin. Also lebt immer noch, ist immer noch Diabetikerin zwar, aber sie hat dieses Problem weg. Die hat es direkt auf die Füße aufgeschrieben. Und da war sie natürlich voll begeistert, wie das funktionieren kann. Aber eigentlich ist es das, was man ohne großen Wissen auch anwenden kann, also jeder für sich. Man kann natürlich auch mit Geistheilung oder mit Schamanismus auch selbst arbeiten, also man sollte vielleicht mal auch sich einfach dazu trauen, wenn man selbst auch Problemchen mit sich hat oder mit anderen Menschen. Man kann es alles lernen, auch von Büchern oder Seminaren, spielt eigentlich keine Rolle. Man fängt immer mit sich an. Ich habe schon auch Schüler erlebt ab und zu, die kommen immer wieder in gewissen Abständen zu Seminaren und sagen,
ja, ich kann immer noch nicht anfangen, also ich kann das nicht zulassen, ich habe immer noch Angst. Jeder Mensch hat Ängste. Die Frage ist nur, wovor diese Ängste da bestehen. Aber wenn man anfängt, wird man schon Erfolge sofort sehen. Also, und mit sich selbst kann man immer noch was machen. Ob es jetzt um Schmerzen geht, um schlechte Laune oder nur noch jetzt, wo man sagt, okay, ich habe immer wieder so eine tiefe Phase. Jeder Mensch kann so eine Phase überleben. Einige Menschen bleiben in der Phase drin. Und wenn man mit sich selber arbeitet, da kann man auch sehr viele unangenehme Sachen erstmal für sich selbst ersparen, aber auch anderen Menschen helfen. Und man kann sowas auch eineignen. Also für mich gibt es keine Menschen, die keine Fähigkeiten haben. Einer hat bloß einige große Fähigkeiten, der andere hat ein bisschen weniger, aber körpereigene Energie haben wir alle. Das ist Biosensorik. Also jeder kann mit eigener Energie auch arbeiten, und zwar ziemlich schnell. Ich wollte noch was kurz zeigen, wenn man zum Beispiel Kummer hat oder Ängste hat. Da gibt es auch einen Tipp für das Herzchakra. Man hält einfach die Hände davor, beide, ungefähr 1 bis 2 Minuten, und man wärmt sich sozusagen auch energetisch auf. Irgendwann hat man so ein Gefühl, dass Kribbel kommen in den Händen oder es wird warm im Gesicht. Das ist normal. Normale Reaktion. Also jeder Mensch ist besonders und verschieden veranlagt und jeder reagiert ein bisschen anders auch. Und da fließt die Energie einfach rein. Dann nimmt man die Hände weg und schüttelt es weg erstmal. Und dann wieder mal zweiter Vorgang, auch wieder mal halten. Und wieder mal abschütteln, dann ist Herzchakra erstmal im Takt. Also 4 Minuten braucht man dazu, das war natürlich ein bisschen zu schnell auch. Und man kann auch sich dann durchklopfen anschließend an der Thymusdrüse. Wenn man zum Beispiel Panikattacke hat oder richtig depressive Phase, einfach hier klopfen an 2 Punkten. Es gibt auch Klopfbücher mittlerweile. Aber das hat meine Oma schon gemacht vor 30, 40 Jahren, hier klopfen. Ich habe das einmal auch selber erlebt im Flugzeug. Da war eine Dame dabei, die hat panische Angst gehabt vom Fliegen und hat sich doch entschlossen zu fliegen. Da saß sie da, voll durchschwitzt, richtig gezittert. Und da habe ich ihr empfohlen, klopf mal. Und da hat sie geklopft und das war eigentlich in 2, 3 Minuten weg. Da war sie richtig ruhig, weil es ist auch nicht umsonst. Also wir machen viele Sachen im Grunde genommen aus dem Unterbewussten. Wir halten so, weil wir Angst haben, nicht umsonst. Man drückt auf diese Thymusdrüse. Wobei die Thymusdrüse wird immer kleiner, je älter der Mensch ist. Also ab 16. Lebensjahr wird sie auch abgebaut. Und die Thymusdrüse, die produziert natürlich auch Killerzellen auch, wenn man jetzt auf Medizin wieder mal zurückkommt. Und durch das Halten aktivieren wir eigentlich energetisch wieder mal diese Produktion. Also da wird einfach schneller alles laufen. Ich glaube, unsere Zeit, nee, wir haben noch ein bisschen, dass ich nicht überziehe. Noch ganz kurz zu dem Thema Wahrsagemethoden. Also man kann auch viele Sachen aus Aura-Bereich sehen, spüren, aber auch natürlich aus den Werkzeugen wie Karten legen oder überhaupt Runen. Also man kann mit vielen Werkzeugen arbeiten. Jeder sollte für sich selber herausfinden, womit man gerne arbeiten will. Ich habe eine Legung entwickelt, zum Beispiel bei den Karten seit über Jahren, Körperlegung. Man sieht Blockaden. Das Problem ist, die Blockaden sind nicht immer dort, wo es weh tut. Ist mein Herz stärker blockiert, also wo ich keine Gefühle lebe, kann passieren, dass auch nächstes Chakra obendrauf auch blockiert ist. Dass man etwas nicht aussprechen kann zum Beispiel. Es ist immer eine Reaktion gegeben. Schlimm ist es nicht, aber man kann auch komplett im Chakra-Bereich die Begleitung machen, bei sich selbst auch. Man geht einfach von hier und hält hier beide Hände. Und dann führe ich die beiden Hände auch zusammen, also nur 2 Finger. Bis zu dem Herz und dann tausche ich die Hände und gehe mit der Hand, die unten war, nach oben. Das ist das, was auch ungefähr in 5 Minuten ziemlich viel erstmal Energiefluss ermöglicht. Das sind auch einfache Sachen, aber die sind einfach in uns eingeankert, vom Geburt schon drin. Und da kann man auch für sich selbst was tun. Natürlich gibt es auch verschiedene Wahrsagemethoden heute auch mit Enkelweisheiten, also das ist auch so ein Energiefeld, man kann auch mit Engel Heilung arbeiten, Engelenergie. Man kann mit Farben arbeiten, man kann natürlich auch verschiedene Kartendecks, angefangen von Tarot bis Lenormand-Karten etc. auch mal verwenden, um einiges zu erkennen. Das sind nur noch Werkzeuge. Das wichtigste Werkzeug ist der Mensch selbst. Also es gibt 6 Elemente, 4 kennt jeder aus der Natur, also Wasser, natürlich Luft, Feuer und Erde. Bei Schamanen gibt es das 5. Element, das ist Holz.
Und für mich gibt es 6 Elemente. Das ist der Mensch selbst, der 6. Und das ist ganz, ganz oben geordnet. Und diese 6 Elemente ist eigentlich das Wichtigste. Und da müssen wir uns natürlich mehr damit beschäftigen. Dann sind wir alle fit. So, von der Zeit leider muss ich schon jetzt langsam zum Schluss kommen. Aber jetzt, aber die Fragen machen wir jetzt noch. Wir haben genau noch 5 Minuten. Ich habe jetzt 2, 4 Geburtsdaten. Schreibt Sie, man da beide 4 an? Ja, sagen Sie mal das Geburtsdatum einfach. 24.06.43. Okay. Dann haben wir sie. 1 mal 2, Sie kommen nach vorne, dann 3, 4, 4, 6. Mittlere Zahl, das ist immer Lebenszielzahl. Was man eigentlich für Anlagen hat. Lebensziel. Ja. Bei 4 kann man sehr viele Berge versetzen. Was kann man sehen? Also 30 sind 5 und 44. Moment. So. 30. 5. und 44. 30. 5. Mai. 44. Dann hat man 3, 4, 4, 5 und diese 0 kommt immer nach hinten. Aha. Also bei Nullen ist es so, Nullen werden nach hinten zugeordnet. Außer wenn man am 3., also 0.3. geboren ist, diese 0 wird nicht genommen. Von den Jahrgängen, von den Zahlen von 10 bis 30 und Jahrgänge natürlich 50. 60 geboren, 70 geboren, die 0 wird immer nach hinten verschoben. 0 ist Heilung. Das ist heilende Fähigkeit. Organisation, bei den 4 ist es das Gleiche. Man hat auch ab und zu 2 zum Beispiel, jetzt hier wieder mal zurück, hat ein bisschen mit Zweifelchen zu tun, dass man immer wieder schwenken kann. Ja? Ich habe eine Frage zu der Prise Salz. Ist das vorstellbar, Salz man nimmt? Also normalerweise wird empfohlen, ganz normales Salz zu nehmen, Kochsalz. Wobei ich sage, bei Kochsalz gibt es eigentlich nur noch 2 Stoffe. Also muss nicht unbedingt dieses Himalaya-Salz sein, oder? Muss nicht. Also ich verwende selbst eigentlich Kristallsalze zum Essen. Weil da wird man nicht übersäuert erstmal, da wird man nicht übersalzen. Man kann auch so Kristallsohle herstellen, wo man auch ein paar also richtige Bergkristalle reinlegt und ein Stückchen Himalaya-Salz. Da hat man immer diese Säure zu verwenden. Das ist auch nicht zu salzig, aber gewöhnungsbedürftig. Den Druck der Kristalle, das ist einfacher zu handhaben. Ja, das ist ganz wenig einfacher. Die Zunge, das funktioniert auch sehr, sehr schnell. Also ist eigentlich eine Methode, die jetzt aus der Wissenschaft kommt und nicht aus dem sozialen Bereich. Aber jetzt momentan ist die Wissenschaft, also in Russland ist es immer anders gewesen. Heute auch. Also da wird sehr, sehr viel geforscht. Sehr, sehr viele Gelder fließen natürlich auch in diese Naturschiene. Was leider hier jetzt irgendwo im Westen nicht so ist oder noch nicht so ist. Da ist natürlich Pharma an der ersten Stelle, in Russland zwar auch, aber es wird einfach ein bisschen mehr gemacht dafür, dass man auch Alternative hat. Und man kann sehr, sehr viele Sachen auch natürlich verändern. Okay, hat noch jemand vielleicht eine Frage? Wie kann man die Auge heilen? Aura kannst du korrigieren? Augen. Also Augen. Ja, je nachdem, was vorliegt, wieder mal. Gut, also mit der Sehkraft hat es nicht immer zu tun. Es gibt natürlich auch verschiedene Ursachen. Die Ursachen kann man auch erkennen, was überhaupt vorliegt. Ist es karmisch bedingt? Muss man was daraus lernen? Oder ist es das jetzt, was vielleicht mit der Umwelt und mit dem Körper zu tun hat? Da gibt es Methoden einfach zum Probieren. Erstmal, aber ohne Ursachen kannst du da nicht sagen, was du machen musst. Man nimmt einfach ein Stückchen Brot ganz normal in die Hand. Das kann jeder auch zu Hause selbst machen. 2, 3 Minuten halten, ins Wasser legen. Wenn das Brot nach unten geht, ist es das, was von außen kam. Bleibt es oben, liegt es am Menschen selbst. Das ist eine Methode, einfach zu erkennen, woher das kommt. Und Karma? Bei Karma? Und unten. Karma ist das jetzt, was du mitbringst. Ah ja. So, aber trotzdem kann man sehr viele Sachen machen auch. Also man kann zum Beispiel auch Übungen machen für die Augen, indem man einfach die Hände, beide Finger dran hält, damit Energie wieder mal geschlossen ist. Oder ich empfehle wieder mal das, was ich davor erzählt habe. Füße aufeinander, Hände aufeinander, 20 Minuten liegen bleiben. Das aktiviert wieder Energie, das kann passieren, dass die Augen besser werden. Ansonsten gibt es natürlich auch Knoblauchkuren, alles Mögliche. Man kann auch eine Reinigung mit dem Ei machen, das kennst du ja schon. Okay. Also Eireinigung ist auch aus schamanischem Bereich. Interessant ist, dass diese Eireinigung auch überall in der Welt die gleiche ist. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man es einmal gemacht hat, merkt man schon die Wirkung. Man nimmt einfach ganz normales Glas mit Wasser und da wird ein Hühnerei in dieses Wasser reingeschlagen. Und das stellt man einfach am Bett, das Ei zieht Fäden, wenn was Negatives ist. Das Ei zieht keine Fäden und keine Kuppel, wenn nichts ist. Man schläft auch ziemlich unruhig. Man macht es auch 10 Tage und kippt das Ganze dann in der Früh weg einfach. Das ist schamanische Reinigung. Also eigentlich, ich kenne das von meiner Oma aus Sibirien. Ich habe das aber schon erlebt, auch
in Amerika, die Schamanen machen gleich, aber auch in Mongolei. Das sind Parallelen, das ist altes Wissen, aber funktioniert auch sehr gut. Hat noch jemand eine Frage vielleicht? Auch das, was Sie jetzt angesprochen haben, gibt es ein Buch drüber, um das vertiefen? Und auch es gibt, also von mir gibt es einige Bücher auch, können Sie am Stand mal gucken. Also ich habe selbst jetzt insgesamt fast 30 Produkte auf dem Markt. Also ich bin auch 18 Jahre schon beschäftigt, mit Leidenschaft. Und es gibt auch zwei oder drei Bücher, die richtig das Thema Genesung auch angehen. Also mit dem Code gibt es noch kein Buch. Also ich bin zwar immer wieder beschreiben, im Jahr kommen so zwei neue Bücher. Also in diesem Jahr ist ein Buch schon rausgekommen, jetzt kommen im nächsten Jahr zwei Bücher auch. Da bin ich gerade dabei. Noch jemand, was vielleicht mal zu wissen? Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe das Geburtstag, den 25.12.72, das ist einmal die Zweifel. Zwei ist Zweifel. Okay. Aber nicht nur, sondern es geht darum, dass man auch Lernaufgabe hat, Zweifel abzulegen. Können Sie wahrscheinlich auch damit anfangen. Ja, ja, ja. Aber das ist halt nicht schlimm. Das sind ja Lernaufgaben. Wenn man die erkennt, dann ist es so, dass man auch richtig mit der Materie einfach eins ist. Also man kriegt alle Sachen hin. Also wir haben im Grunde genommen 16 verschiedene Lebensabschnitte im Leben. Und wir haben jeder von uns 7 bis 16 verschiedene Ziele, die wir leider auch natürlich selbst erledigen müssen. Also da kriegt man leider keine großartige Hilfe. Von oben wird man immer hingeführt, dass man die Ziele auch erkennen kann. Darf ich ein Datum? 26.06.46. Moment, im Kopf kann ich das nicht rechnen. 26. 6. 46. 46. Dann haben wir 3, 6. Und dann haben wir 2, 4, 6, 6, 6. Das ist Mutter Therese im Quadrat. Also man gibt viel zu viel ab. Man soll lernen, eigentlich bei 3, 6er einfach Energie für sich zu behalten und sich nicht zu opfern. Also da hat man eventuell auch Opfer in der Natur, wo man das letzte Hemd vielleicht mal abgibt und alleine dann da stehen bleibt. Aber wo Hemd abgeben, das ist auch eine Methode jetzt, die richtig gut funktioniert. Alle kennen bestimmt Kneipp-Methode, Kneippsche-Bäder. Der hat eigentlich auch das Gleiche erzählt. Es gibt in Russland momentan eine Therapie, die Ärzte auch verordnen, mit Entkleidung. Man sollte 2-3 Minuten sich entkleiden komplett. Der Mensch ist auch für die Klamotten nicht eigentlich vorgesehen. Von Natur. Und die Porenatmung, die wird einfach irgendwann eingestellt. Und wir atmen eigentlich sehr viel über die Haut. Und wenn man sich immer wieder entkleidet zu Hause zum Beispiel, frische Luft, und wieder einkleidet, also dieser ganze Wechsel, einkleiden, abkleiden, das bringt auch sehr, sehr viel, wo Körper auch wieder mal arbeiten anfängt, wo Immunsystem richtig besser wird. Okay? Ja. Das ist 8. Die 8 steht eigentlich auch für viele Sachen. Also 8 ist natürlich eine sehr spirituelle Zahl erstmal. Aber da geht es um Gerechtigkeitssinn, da geht es natürlich auch darum, dass man auch was lernen kann. Das Problem ist, wenn man eine 8 hat, also ich habe selber eine 8, da wird man als rechthaberisch ab und zu abgestempelt. Damit muss man auch zurechtkommen. Aber man hat tatsächlich eine gute intuitive Gabe und man kann schon lernen, auch zu dieser Gabe zu stehen. Also wenn ich eine jetzt Informationen gebe, zum Beispiel bei Karten legen, weil ich lege auch Karten, wo einige sagen, nein, das kann doch gar nicht sein, der hat doch keine, weil es um Liebe geht oder ja, mein Job ist gut, ich bin voll zufrieden und die Menschen, die versklaven sich in der Zeit, verliert mein Job und sagt, okay, hast recht gehabt. Man sieht nicht immer alle Sachen so, wie man das gerne vielleicht mal hätte und man sieht natürlich als Kartenleger auch nicht immer das, was der Kunde hören will. Aber da bin ich schon ein bisschen hart bei der Sache. Also man muss bei der Wahrheit bleiben, sonst kann man gar nicht helfen. Und das ist halt meine Aufgabe eigentlich, denjenigen weiterzubringen, damit man auch jetzt nicht nur etwas Informatives bekommt, sondern dass der Mensch auch mit sich was anfangen kann, damit das Leben wieder besser wird. Dann fehlt mir nur die 1. Die 1 ist Spiritualität, spirituelle Gabe und ausgeprägte intuitive Gabe ist dabei. Das Thema ist jedoch Selbstliebe lernen. Selbstliebe. Liebe zu sich selbst. Also wenn man zu wenig 1 hat oder keine, das ist meistens das jetzt, was eigentlich vorliegt. Wenn man eine 1 hat, dann mangelt es schon an der Selbstliebe. Zeit für sich nehmen. Aber gut. Schnell eine Frage. Ja. Also uns würde noch interessieren, wie lange so ein Seminar dauert und was das ungefähr kostet. Also Seminare gehen eigentlich jedes zweite Wochenende. Sie können auch eine Broschüre oben holen. Und zwar, es geht immer übers Wochenende. Sie kommen aus der Schweiz selbst? Ja. Aus Kreuzlingen? Weil wir sind in Deggerwilen. Also aus Deggerwilen. Ja. Wir sind in Business Park, ja, in dem Gebäude unten. Und es geht immer über 2 Tage. Mit Verpflegung kostet 360 Euro. Für 2 Tage, also das heißt 300 kostet das Seminar selbst
dann 40, also 20 Euro kosten die Unterlagen, Sie bekommen alles mit, also man braucht nichts mitbringen, wir haben auch alles da, und 40 Euro gehen für Verpflegung für beide Tage, für Essen, für Getränke, für Kaffee ganzen Tag. Ja. Also zweimal Mittagessen ist auch dabei, wir machen auch Catering. Also das ist alles dabei. Wenn man natürlich das nicht möchte, dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt nach Hause essen, bloß das ist nur noch eine Stunde. Und wenn man im Hotel zum Beispiel ist, da vorne, das ist natürlich ganz andere Preise. In Gottlieben zum Beispiel kann man auch essen. Ganz schön auch teuer. Aber kommen Sie einfach bei uns zum Stand, da haben wir auch Broschüre, da haben Sie alle Themen da. Es gibt verschiedene Seminare, also es gibt insgesamt jetzt mittlerweile 11 verschiedene Sachen, die man lernen kann. Hat noch jemand Fragen vielleicht? Wenn nicht, dann kommen wir langsam zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Und alles, alles Gute. Gut, und wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich bin heute auf jeden Fall am Stand. Ja. Gestern war ich nicht da leider, da war ich in Berlin. Heute erstmal bin ich da und morgen auch.